Schule. Na gut, okay. Kind ist in der Schule. Jetzt geht's wieder zurück. Dann jetzt in den Laden. Ja, im Laden zurzeit nichts Neues, nichts Aufregendes. Eigentlich, ehrlich gesagt, der ganz normale Wahnsinn. Und familientechnisch, naja, wie gesagt, wir sind sehr gespannt, wann es jetzt doch losgeht. Das kann ja wirklich jeden Moment immer so weit sein. Ah ja, ich habe mein Handy schon wieder vergessen. Ich bin echt kein Typ für das Handy oder so. Wollte eigentlich jetzt immer ein Handy mitnehmen, dass man mich erreichen kann, falls was ist. Aber ist das immer? Handy, was für ein Dreck. Wer braucht denn so was? Na, wer ist denn da? Ja, so lob ich mir das. Genau, das ist der, das ist der, sie reißt sich der die Haare aus, haut die Bürste drin und jagt die da durch. Jetzt ist die ganzen kleinen Haarwurzeln, die sie alle so kreischend rausgerissen werden. Das ist voll schlimm, wirklich. Du stehst daneben links. Aber wenn man es selber macht, dann ist jedes. Was denkst du? Heute? Nee. Also nach der guten Nacht, die ich hatte mit wenig Wehen, würde ich sagen, das dauert noch 2 Jahre. Zwei Jahre? Vielleicht bin ich auch gar nicht schwanger, sondern einfach nur fett geworden mittlerweile. Das kann auch sein. Das hatte ich bei Skadi nämlich auch schon den Gedanken damals, weil das so lange gedauert hat, bis sie kam. 5 Tage nach Termin. Da habe ich schon gedacht, ich bin nicht schwanger. Das ist was anderes. Eine Wucherung. Und dann habe ich noch gesagt, ich bleibe jetzt hier so lange in dem Sitzsack sitzen, bis sie kommt. Und dann kam sie. Nee. Siehst du? Bist du aufgestanden? Sicher. Ich habe schon 2 Kinder. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich glaube, ich wecke mal den Tommy. Das kann man vorher gar nicht sagen. 2 Stunden vorher hätte ich das nie gedacht, dass ich dann 2 Stunden später, dass die anfangen. Okay. Eine Minute bevor du stirbst, hättest du nie gedacht, dass du stirbst. Zack, schon bist du tot. Schupa. Nee, Chapeau, Schupa. Was, Schupa? Ah, Geschmeide. Ein schöner Ring. Ein letter Duft. Wunderbar. Chapeau. Schön gesprochen. Herrlich, ey. Meine Gewürze, die alten Napsen. Die sind völlig durcheinander. Total die Quappen da drin. So, das war rot. Bis später. Verstehe ich auch.
Problem. Problem bei der. Bei dem Fahrrad hier ist folgendes. Es schaltet nicht sauber. Und zwar. Würde ich euch jetzt gerne vorführen. Ein hoch. Geht noch. Ein runter. Geht. Ein hoch. Noch ein hoch. Ein runter. Geht nicht. Federträge oder Zugträge. Zwei runter geht dann wieder. Manchmal stoppt es auch mit dem Hochschalten. Hier. Warum schaltet er hier nicht vernünftig hoch? Jetzt ist die Frage, was macht man da? Also ich persönlich würde alle Tier vermuten oder im Zug. Der Schalter scheint ordentlich zu funktionieren. Schaltwerk abbauen, sauber machen. Zug abbauen, neuen einbauen. Das wäre jetzt noch meine Vorgehensweise. Also muss so, anders jetzt nicht. Das muss alt ersetzt werden. Um alle Eventualitäten sozusagen auszuschließen, muss hier alles ersetzt werden. Nur einfach. Das müsste zum Beispiel klappen. Mal nur die Kette waschen. Leider. Ja, lass mal da. Müssen wir auch noch mal zu Ende säubern. Eieiei. So.
Jo, Mensch, da gucken wir mal. Kette ist sauber. Schaltzug ist neu. Das war wohl der Beweis. Es liegt immer an den Zügen. Zügen und Dreck auf der Kette, dass das so ein bisschen alle nicht harmonisch läuft. Dann. Ja. Ja, das haben wir jetzt eliminiert. Einen neuen Zug eingezogen. Jetzt funktioniert es auch. Wunderbar. Kürzen, Quetschhülse ruf, fertig. Tommy Styling. Gut. Fertig. Oh, bis später. Tja, müssen wir mal den Wasserschaden hinten jetzt ausschöpfen, den die letzte Nacht angerichtet hat. Wir haben hier immer so ein Loch, was voll läuft. Dann. Die auch gute. Ja, die ist voll. Die schöpfe ich jetzt aus. Stagnat! Ein Stagnat! Ich muss ja Bescheid sagen. Furchtbar! Einkaufen! Hm. Aber ich kann nicht sagen. Ja, du musst das Geld schon verdienen. Wenn ich nur was verkaufe. Machst du nicht? Nö, ist nur Lebensmittel und Windeln, warte ich für Skadi noch holen. Ist da Licht an? Ja. Was brauchst du für einen?
Weißt du nicht, ne? Was für einen brauchst du? 15er. Hallo. Foto ausstellen. Fotoausstellung über dich und deine Frau oder was? Ah, nee, sorry. Wir haben da so ein Cruiser und der braucht dann, hat dann so ein Ding und das muss dann da der 15er und dann irgendwie ab und wieder ran irgendwie. Jetzt mal kurz gucken. Gar nicht zu dir. Guck mal. Ich glaube, die sind so ein Mama und Papas hier. Achso, hallo. Oh, Schnazi Bazzi sein. Ja, nee. Hier, ich glaube, da haben wir eine Scheibe Rennipress, die kriegst du nicht so schnell raus. Oh. Wenn die jetzt nicht passt, Pech ja. Sag mir mal jetzt, wie jetzt hier rein? So? Ja. So? Ja. So, ne? Ja. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Das wird zu groß, glaube ich. Ja. Der Hänger? Ja. Wieso, was brauchst du denn? Bisschen noch kleiner oder was? Wie viel willst du denn transportieren? Nee. Ja, also Zeug halt. So? 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 Transportieren? Ja, so ein Ding habe ich ja. Das kriegt ja jetzt Paul für seinen Sohn machen. So. Das bräuchte halt irgendwie. Ja, so eine Art. Ja, na gut. Ich überlege jetzt, ob ich das hier aufbaue. Das ist ein schönes 80s. 80s Rad. The Risk. Jo. Na gut, also ich versuche das einfach wieder aufzubauen. Also ich habe hier die Bettlager jetzt völlig rausgedreht, das versuche ich einfach wieder rinzudrehen. Und den Bremszug, den halt hier schon gekürzt und eine Kappe hochgemacht. Das wird jetzt wieder einhängen, die Schaltung wird funktionieren. Ich gehe davon aus, dass das nicht groß ist. Da kommt ein Billard-Vorderrad drin gehangen und fertig eigentlich. Also das ist halt nicht groß, ne? Aber was will man machen? Einfach weitermachen. Du hast doch noch Arbeits. Ersatzteil hast du doch noch nicht war, ne? Ja, ein bisschen was heute. Also. Also, wie gesagt, mit Neuteilen musst du da nicht kommen, also was. Das rechnet sich nicht. Hast du Kugellager einfach liegen oder neue oder wie ist das? Ja, ich guck mal, hier die Mitte Lager noch drin, auch gebrauchte, alte vor allem, das sind gut. Die neuen, Billion, weiß ich nicht. Schauen wir mal so ein halbes Jahr. Wie machst du bemerkbar, wenn die kaputt sind, wenn sie so knacken, ne? Mhm. So hier, genau so. Reste von dem Rummeln. Ja, mal gucken dann. Eine platte Walze. Das ist ja richtig furchtbar. Ach nee, der ist kaputt. Nee, ach Quatsch. Das ist im Arsch. Ja, ja. Hat sich erledigt. Keine Winde mehr drin. Das war's. Schlachten. Yippie. Wie ist jetzt viel, dass die Winde in dem Link hier, ja? Ja, hier drin. Ja, ist weggefräst schon. Na, damit ist das Ding hinfällig. Hast du jetzt noch einen Lenker? Kannst du an die Uni mehr brauchen. Egal. Lenker ist Müll. Die Lampe kommt zu Lampen. Rahmen ist Müll. Schaltgriffe sind okay. Ist doch mal ein geiler Rahmen hier, der Peugeot-Rahmen. Ja, der ist noch okay. Ich schlachte das Rad hier. Das lohnt sich nicht mehr. Der Tretlager hat nämlich hier, das lockere Tretlager hat nämlich hier das gesamte Gehäuse weggeschliffen. Cottbusser Damm ist Commerzbank. Ansonsten, wenn du eine Kreditkarte hast, ist hier gleich nebenan am Spätkopf so ein Automat, die eigentlich aber immer Geld kosten. Ja, nee. Also ich weiß nicht, bei bestimmten Kreditkarten kostet das immer nicht. Das weiß ich aber nicht. Das ist nicht allzu schlimm. So,
So weit, so gut. Hast du raus? Ja. Oh, ja. Bom, bom, bom. Jetzt mal noch kurz die... Ja, das kannst du ja schon mal reinstecken. Dann ist auch was im Weg. Gut, Clara ist raus. Ich bin ja stolz auf mich. War das schwer? Gehört dir dieses Ding? Dieses Ding? Der Körper. Körper? Wie nennt man das denn? Fahrradrahmen? Achso, ich hab jeder Fahrradrahmen. Ja. Ich bin raus auf dem Fahrradrahmen. Das muss man jetzt machen. Prinzessin muss mal da weghängen. Ja, so eine königliche Hoheit. Oh, weg, weg, weg. Wie sagst du denn weg? Man muss ein bisschen aufpumpen. Luft ist da nicht so viel. Hier, da muss unbedingt gepumpt werden. Was ist denn hier überhaupt kaputt? Pedale. Pedale? Hier? Oder? Ah, die hier. Und hier ist die Pedale, oder? Das hier die Pedale? Pedale, Pedale. Oh ja. So, was ist für die Innenhand? Nimm mal Schlüssel, geh ich umziehen, zieh dir was an. Okay. Kannst du arbeiten? Kann ich ein T-Shirt anziehen, wenn schwarz ist. Du hast ja deine Hose auch und alles. Ja, eine Hose hab ich noch an. Ja, warte, drei. Luki? Ja? Machst du das hier fest schon? Ich soll das. Achtung, Erik, ein bisschen Fett. Darauf. Steck mal drauf. Und das hier, da so? Okay. Ist es so rum richtig? Nein. Darauf. Du fährst aber noch. Da steck drauf, komm. So. So. So, loslassen. Ich hier drauf. Zwei neue Kette. So. Danke. Was macht Nummer 5? Nummer 5 lebt! Ja. Aber im Körper noch. Eine will nicht raus, wa? Im Körper. Heute wäre so ein schönes Datum, 12.06. Wäre ein schönes Datum eigentlich, dachte ich mir. Ja, scheiße. Jesus. Vermaledeit. Oder so. Aber trotz all der Gewitternisse und so will sie nicht, ne?
Will Erika will nicht raus, oder? Nee. Oh. War du. Alter, meine Knochen, ey. Das ist so ein Tag, ne? Warst du arbeiten oder was? Nee, eben nicht. Ich hab schlafen? Abgeschwächelt. Von zu Hause ein bisschen ein paar Tasten gedrückt und. Bist du krank oder was? Ja, kann man so sagen. Die ist auf Arbeit. Nee, die ist unterwegs. Die wollte in die Gartenakademie gehen, wahrscheinlich die Pflanzen kaufen. Für ein paar Baumscheiben und so. Und die meldet sich. Also die ist Standby dann. Aber keine ernsthaften Wehen, oder? Deine Mama? Marlies hat. Keine Vorwehen oder Testwehen. Nimm deine Tasche mit! Oh, ist das ein Wind jetzt gerade draußen? Ich bin fast weggeflogen. Ja, auch erledigt, kann man auch einen Haken machen. Einschulungs, Abschulungs, nee. Ausschulungs, Vorschule. Das ist ja keine Vorschule. Naja, es ist erledigt. Und es ist hier, jetzt werden wir gemacht, weil sie keine Schultüte gekriegt hat. Hm. Aber da musst du durch, ne? Ist halt so. Na gut, ich schraube mal Tretlager aus, weil Tretlager ist nicht mehr gut. Also die haben mal eine Seite ist eingelaufen mir, zwar hier. Ich glaube, man das sieht wahrscheinlich nicht, ist ganz knapp, ganz bisschen, aber er merkt es halt. Und da kann man kein Geschmacken machen. Also wenn er das schon merkt, dann ist vorbei. Man sieht halt raus. So, der ganze Donnern und Grollen, nix. Das muss raus. Also.
rein zu. Ich glaube, wir trinken noch gar nicht. Ist das eine Hose? Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Thank you.
Ja. Mitten auf der Linse ein riesen Fleck. Da hast du es nicht angeschlossen gehabt? Ja, doch, aber haben es aus dem Hof rausgeholt. Ja, auf jeden Fall. Ey. Gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ach, das ist ja was. Zack, Hofi zurück. Siehst du? Funktioniert. Und der war glücklich. Das ist doch geil. Der hat sich gefreut. Ey, perfekt. Jetzt auch wieder da. Weiß Tommy, ja. Der Papa, der ist jetzt zu Hause. Da gibt es jetzt Essen. Boah, Feierabend ist auf alle Fälle jetzt. Jetzt sehe ich schneiden. Schon 10 Uhr. Es ist ja wohl kein Feierabend. Nee, aber mit Aufnehmen ist jetzt Feierabend. Jetzt sehe ich schneiden und mal gucken, wann es losgeht. Hier. Warte, mich wohl jetzt hier. Na gut. Also bis morgen, macht es gut. Ciao, euer Tommy.